Wie sieht es mit Reisen aus? Hast du das Gefühl, dass wir dieses Jahr noch? Ich glaube nicht, dass es dieses Jahr was mit Reisen wird. Hundertprozentig nicht. Ich habe eh zum Glück keinen Urlaub oder irgendwas gebucht. Also da bin ich schon mal safe raus. Aber was ich mich frage, Österreich macht halt so. Oder man gibt überall starke Reisewarnungen für irgendwelche Länder, sei es das USA oder irgendwas, wo ich mich frage, wenn man jetzt einfach herkommt und sagt, yo, das wird nichts, weil es ist gefährlich in dieser Situation. Also die ganzen Flughäfen sind sowieso zu. Da fliegt jetzt nichts mehr, außer irgendwer muss jetzt zurück nach Österreich kommen oder so von wo auch immer. Da fragt mich ich wirklich, yo, warum gibt man noch Reisewarnungen, wenn sowieso keine Flüge zurzeit irgendwo möglich sind? Ich meine, dieses Jahr hätte ich eigentlich eh nur vorgehabt, ans Meer zu gehen, nach Kroatien. Oder halt mit Eduardo. Ja, darauf hätte ich echt Bock gehabt, so für ein Wochenende nach Venedig oder so. Das wäre übertrieben geil gewesen. Aber miese Zeiten, in denen wir leben, von dem her kritisch, kritisch. Mann, das wäre so geil gewesen mit dem Eduardo, echt für ein Wochenende nach Venedig. Oh mein Gott, da tut mein Carry sowas von leid. Also PandaTap, der hoffentlich bald mal anfängt zu streamen, wäre nice. Also der hat vor 2 Jahren schon davon geredet, der hätte jetzt endlich vorgehabt, mit seiner Freundin eine Weltreise zu machen. Also das hätte er eh jetzt in den nächsten 2 Monaten irgendwann gestartet. Ich weiß nicht genau, wo die gestartet hätten, aber ich glaube irgendwo so Island und so weiter. Irgendwo da Schweden. Keine Ahnung, wenn es mich nicht gerade täuscht. Jetzt miese Zeiten, in denen wir leben. Kann halt nirgendwo hinreisen. Und ich glaube, oh mein Gott, wenn man wirklich. Er hat die Weltreise sowas von durchdacht gehabt, dass man jetzt da einfach die Weltreise nicht machen kann. Okay, ich meine, Gesundheit und Sicherheit geht vor, ist ja klar. Aber es ist schon etwas bitter. Wenn man jetzt die heiß ersehnte, mehrere Jahre lange Weltreise, die man schon geplant hat, nicht antreten kann, ganz kritisch, ganz kritisch. Da tut mir Gary echt, echt sehr leid.